Sie haben meinen Trauerzug entweiht. Ich verlange, dass Ihr Fahrer vor Gericht gestellt wird. Oh. Verschwenden Sie keine weiteren Worte, denn unser uns anvertrauter Kunde hat einen wichtigen Termin bei seinem Schöpfer. Bitte fahren Sie. Ich werde dafür sorgen, dass dieser Trauerzug... Sie haben auch den letzten Kampf gewonnen, Mr. Holloway. Ich habe ein paar Fotos machen lassen. Die zeigen wir unseren Kollegen auf unserer Jahresversammlung im nächsten Monat. Wollen Sie damit sagen, dass Sie Fotos von dem steifen Bruder auf der Fete der Pinguine zum Nachtisch servieren wollen? Ja, ich bitte mir Respekt aus. Ich darf darauf hinweisen, dass wir keine Pinguine sind, sondern staatlich konzessionierte Beerdigungsunternehmer. Das sieht mehr nach einer Cocktailbar aus, nicht nach einem Beerdigungsinstitut. Willkommen nach stürmischer Überfahrt im Hafen der Ruhe. Mein Name ist Roland Smallbody. Ich werde höchstpersönlich überwachen, wie an Ihren Angehörigen letzte Hand angelegt wird. Eugene, es läuft alles wie geplant. Der Sarg, der die kostbare Last enthält, ist schon auf der Reise zu uns. Er kommt mit der Nachtfähre über Dover. Mit der Nachtfähre? Du vertraust ihn doch nicht etwa den unzuverlässigen britischen Zügen an? Das Gras ist da. Hör doch mal zu. Uns wurde ein Kunde avisiert namens Taylor, kam über Dover. Ach der, ich weiß, der ist abgegangen. Uns ist bekannt, dass er gestorben ist. Wo ist er? Der ist abgeholt worden. Hört mal, hier ist ein furchtbares Chaos. Er kann nicht abgeholt worden sein, weil wir den Auftrag haben, ihn abzuholen. Hören Sie, Holroyd, er wurde abgeholt, denn damit fällt er nicht mehr unter die Verantwortung der britischen Eisenbahn. Ich wasche meine Hände in Unschuld. Ich habe eine Quittung. Es ist alles korrekt gelaufen. Da, lesen Sie mal die Unterschrift. Roland Smallbody. Er ist im Hafen der Ruhe. Tatsächlich. In dem Sarg ist genügend Stoff, um uns alle reich zu machen, dass wir leben können wie die Ölscheichs. Also los, Jenkins. Öffne ihn. Was sucht dieser Mensch da? Oben in Wick 45 Brieftauben verladen. Arthur. Genau. Arthur. Was denn? Der ist schon wieder da. Der Junge, der in Frankreich verblichen ist. Ich will mit dem nichts mehr zu tun haben. So. Soll ich den vielleicht zurückgehen lassen? Wie spricht sie eigenartig? Was sagen Sie dazu? Ich kann nichts dazu sagen. Durch den vielen Rauch schmecke ich nichts. Der Schornstein ist wirklich nicht im Augen. Diese Öfen arbeiten nicht mehr richtig, seit sie mit Erdgas aus der Nordsee gefüttert werden.